Hallo und guten Tag. Ich möchte euch heute zeigen, wie man mit Grab Listen vergleichen kann. Ich habe also eine Liste, zum Beispiel diese hier. Da sind halt ein Haufen Namen drin. Und ich habe mir jetzt ein paar Namen herausgesucht. Und diese Liste heißt Namenvergleich. Und da sind eben diese vier Namen drin. Und ich möchte jetzt mit Grab versuchen, diese Namen in der großen Liste zu finden. Grab. Und ich gebe mit dem Parameter minus f an, dass er jetzt eine Datei auswählen soll. Und wir sehen die Namen Müller, Ziegler, Vogt, Zimmermann sind alle gefunden worden, aber auch Vogts. Wenn ich das jetzt nicht wollte, sondern die Namen wirklich ganz genau sein müssten, dann könnte ich noch den Parameter minus w mitgeben. Das heißt, dass der Suchbegriff das gesamte Wort ist und nicht noch weitere Buchstaben oder so anhängen können. Und wie man sieht, ist jetzt Vogts nicht mehr dabei. Ja, machen wir mal den ganzen Spaß auf IP-Adressen. Und ich habe eine Vergleichsliste mir angelegt und möchte jetzt praktisch diese IP-Adresse mit einem grep-Kommando mit der anderen vergleichen. Und jetzt sehen wir was Kurioses. Es kommen nämlich alle IP-Adressen mit. Wieso alle? Naja. Es sind 25.513 in der Liste. Und wenn ich meinen Grep mache, habe ich die gleiche Anzahl. Das ist jetzt ein Verhalten, was man eigentlich erstmal so nicht erwarten würde. Und ich habe auch bisher nichts im Netz finden können, dass das mir schlüssig erklärt. Aber vielleicht kann das ja einer von euch. Ich habe ein paar Workarounds gefunden, mit denen man was machen kann im Manual. Eben kann ich sagen mit minus w, dass ich das genaue Wort haben möchte. Da kommt jetzt aber kurioserweise die IPv6-Adresse mit. Kann ich mir nicht erklären, sorry. Ich könnte natürlich auch mit dem Parameter x arbeiten, das heißt, die komplette Zeile muss gleich sein. Dann funktioniert es tatsächlich. Ich kann auch mit dem Parameter minus o, das heißt ausschneiden, operieren, dann habe ich auch dasselbe Ergebnis. Ja, wenn ich jetzt aber die Datei ein bisschen verändere, wie so eine typische Log-Datei aussieht, ja, da steht vorne da was, dann kommt irgendwann die IP-Adresse und dahinter kommt dann wieder irgendwas. Und jetzt, wenn ich jetzt auf diese Datei diese Methoden mal durchprobiere, also erstmal grep-f die Vergleichsdatei, dann sehe ich wieder denselben Effekt. Okay, er findet die Zeilen mit den IP-Adressen, aber die restlichen gibt er auch aus. Wenn ich jetzt minus w mache, auch dasselbe Verhalten, es kommt die IPv6 mit, warum auch immer. Wenn ich mit minus x mache, kommt nichts. Warum? Weil ja die Zeilen nicht gleich sind. Ja, in der einen Datei steht da ja noch bla und blub. Und als letztes könnte ich noch minus o machen. Damit habe ich halt die IP-Adressen rausgeschnitten, aber das will ich ja gar nicht unbedingt. Ja, falls jemand mir sagen kann, warum da diese IPv6-Adresse erscheint und warum sich Grab in dem Fall überhaupt so verhält, dass er bei IP-Adressen die richtigen hervorhebt. Klar, das macht er, weil mein Grab standardmäßig mit der Option minus, minus Color startet und deswegen dann die Sachen hervorhebt. Aber warum er praktisch die Sachen hervorhebt, aber trotzdem alles ausgibt, dass wenn das jemand erklären könnte, schreibt es bitte in die Kommentare. Naja, ich zeige euch das gleich noch hier. Also, der Grep wird
standardmäßig mit der Kolorierung gestartet. Okay, das war's. Bleibt gesund, habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.